Ja, schön, dass Sie da sind. Ganz herzlich willkommen heute zur Brisanz-Sendung am Dienstag. Und das große Thema, klar, Fahrebahn und du kommst niemals an. Könnte man heute so ein bisschen zynisch sagen. Die Lokführergewerkschaft macht ernst, ab Donnerstag 4 Tage Streik bei der Bahn. Wie wurde das heute aufgenommen? Das ist ein großes Thema für uns später in der Sendung. Erst einmal aber sind wir vor Gericht, denn unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen begann heute in Berlin der größte Prozess gegen eine Rockervereinigung in Deutschland. Und damit starten wir, denn vom romantischen Rocker-Image haben sich Rockerbanden in Deutschland lange schon entfernt. Rocker sein, das heißt heute nicht unbedingt mehr solidarisch zu sein. Immer häufiger geht es um Revierkämpfe, es geht um Macht im kriminellen Milieu. So machte im Januar ein Mord in einem Wettbüro Schlagzeilen. Und dazu begann heute der Prozess. Immer wieder ein großes Thema, das Thema Pflege. Die finanziellen Lücken in der Pflege und die Auswirkungen, darüber wird immer wieder gesprochen. Was erwartet uns im Alter? Wer sorgt dann für uns? Und der Aufschrei, der ist immer dann groß, wenn es in der Pflege zu Skandalen kommt. Das sind Einzelfälle, über die wir da reden, aber sie sprechen eben doch oft für Fehler im ganzen System. Dänemark erlebt gerade einen solchen Fall. Da ist eine demenzkranke Frau ans Bett gefesselt worden und dabei ist sie gestorben. Und darüber ist heute auch wieder zu reden, der nächste Streik, er kommt. Stehst du schon oder fährst du noch Deutsche Bahn? Bisschen zynisch, aber so könnte man es heute sagen. Die Lokführergewerkschaft GDL macht tatsächlich ernst und hat den nächsten Streik nun also angekündigt. Für den Personenverkehr geht es los ab übermorgen. Und diesmal wird es richtig hart, denn der Streik soll 4 Tage dauern. Klar muss und darf es Streiks in Deutschland geben. Und wenn sie nicht wehtun, dann merkt sie auch keiner. Das ist logisch. Und trotzdem ist das Verständnis bei den Bahnkunden inzwischen doch arg strapaziert. Ja, worum geht es dabei wirklich? Inzwischen wenden sich immer mehr Lokführer vom Kurs ihres Gewerkschaftsbosses ab. Und bei uns spricht morgen einer, der uns mal erklärt, warum er das tut, warum er da nicht mitgeht. Also dazu dann morgen mehr. So, jetzt schauen wir weiter zur Polizei, denn die spanische Polizei geht ganz neue, ganz interessante Wege, um das verstaubte Image der Polizei ein bisschen aufzubessern. Bilder sehen wir schon davon. Die Polizei twittert nämlich inzwischen und das rund um die Uhr. Angeblich geht es hier darum, über Polizeiarbeit aufzuklären. Viele folgen aber wahrscheinlich eher, um mal live bei so einem realen Krimi dabei zu sein. Die Berliner Polizei, die hat das so ähnlich auch schon mal versucht, für einen Tag immerhin nur, aber es war ein großer Erfolg. Also ist das nun gut fürs Ansehen der Polizei? Wollen die, müssen die auch vielleicht cool sein? Es kann auch schief gehen, so ein Versuch. Wir machen jetzt auch mal was mit Internet. Das hat die New Yorker Polizei erlebt, also viele haben es schon probiert. Aber die spanische Polizei hat jetzt viele Fenster durch. Sie wird oft hart angepackt. Jeder Autofahrer hat eine Beziehung zu ihr und schlimm ist, wenn sie versagt. Wie möglicherweise hier bei diesem Unfall passiert, da sehen wir das Bild. Die Handbremse ist, wie wir sie heute kennen, bei immer mehr Autoherstellern ein Auslaufmodell. Und wenn sich bestätigt, was zu diesem Unfall hier vermutet wird, kann man nur sagen, gut ist, wenn sie hält, was sie verspricht. Ja, dass es doch Grenzen gibt bei diesem Thema, dafür sorgt dann wiederum die Natur. Es gibt nämlich Zahlen und die belegen, dass nicht mal die Hälfte der Frauen, die sich solche eingefrorenen Zellen später einpflanzen lassen, am Ende dann auch ein gesundes Kind auf die Welt bringen können. So, jetzt wird brisant prominent. Wir kommen zu dem heißesten Eisen der deutschen Fernsehunterhaltung, Florian Silbereisen. Da ist er. Also gleich, einen Moment noch. Wir hatten es ja fast geahnt, ein Feuerwerk der guten Laune zu sein, also Florian Silbereisen zu sein, das ist nicht nur ein Spaß, das kann auch mal anstrengend sein. Auch wenn einen Millionen um Helene Fischer beneiden, das ist auch klar. Aber er hat auch ein straffes Programm. Bald geht er nämlich auf ganz große Tour. Bei ihm heißt es dann nicht Konzert, es heißt Fest. Ja? Und da muss man aber auch sehr fit sein. Deshalb geht er vorher in so eine Art WM-Trainingscamp. Nur, dass am Rand nicht Jogi Löw steht, sondern DJ Ötzi. Schöner kann Flori selbst erzählen, was die da alles vorhaben. Genau, alles nur nicht Drachen steigen. Musik ist ein weites Feld. Wir kommen jetzt zu Neil Young. Wer früher Neil Young gehört hat, der hat es möglicherweise aus zwei Motiven getan. Es ist schöne Gitarrenmusik und man kann wunderbar dazu Engtanz tanzen. Das war früher die Chance für erste Liebesanbahnungen und oft ist es passiert zu genau dieser Musik. Ja.
Ja, jetzt sind da diese Erinnerungen im Kopf. Früher hätte er in Interviews neben der Musik auch über tolle Frauen geredet. Heute redet er lieber über tolle Autos. Und er ärgert sich über die Fehler, die wir alle auf dieser Welt so machen. Wenn Udo Jürgens recht hat und das Leben geht mit 66 erst so richtig los, dann sind Matthias Habich und Dietrich Mattausch jetzt gerade in der allerbesten Phase. Die Frage ist ja so ein bisschen, wofür? Um sich neu zu verlieben? Vielleicht Lotto zu spielen und endlich Millionär zu werden? Man könnte auch aus dem Seniorenheim flüchten oder sich in einen Mann verlieben. Passiert alles in ihrem neuen Film, der Lust macht aufs Leben. Ja, und viele sind heute wahrscheinlich schon gedanklich beim nächsten Lokführerstreik bei der Bahn. Das ist morgen noch mal Thema. Da spricht bei uns ein Lokführer, der uns erklärt, warum er beim Streik nicht mitmacht. Auch eine spannende Seite dazu morgen. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen ganz schönen Abend. Tschüss.